Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Es ist tatsächlich jetzt endlich soweit, dass das Winterfest beginnt und ich bin eben gerade einfach aus der Runde rausgekommen. Auf einmal sehe ich hier diesen Bildschirm und ich würde sagen, wir gucken mal dann, was alles neu ist. Zum einen, natürlich habe ich schon ein paar geleakte Sachen gesehen. Ich würde sagen, wir beginnen mal bei den Herausforderungen. Wir haben insgesamt 20 Tage Zeit für die Winterfest-Herausforderungen. Das heißt, man kann ja auch noch in 15 Tagen schaltet das letzte frei. Danach kann man ja auch noch alle restlichen Challenges machen. Und als erstes haben wir heute zum Beispiel durchsuche die Weihnachtsstrümpfe in der Winterfesthütte. Vielleicht bleiben das auch nur solche Sachen. Hier gibt es dann auch eine zweite Phase. Deshalb weiß ich nicht, was man hier vielleicht als Belohnung dann bekommt. Dann habe ich hier zum Beispiel einmal einen Banner. Die Lackierung hier sieht tatsächlich relativ nice aus mit dem Schneefall. Dann noch Shaolin Trunk. Auch ein witziges Emote. Dann hier Kickflip als Skateboard. Festig bequem. Noch ein Skateboard. Dann ein Schneekumpel. Spitzhacke. Sieht auch ganz cool aus. Knackender Takt als neue Musik. Dann hier Kickflip. Nochmal ein Skateboard im Schießstil. Eisschuss, dann hier Schneekristall. Sieht tatsächlich relativ nice aus. Ist glaube ich auch aus einem Set, was wir noch nicht haben. Dann hier zu Silvester, der 2020 Gleiter. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann noch Disco-Freiflug, was eigentlich auch ganz cool ist. Und ich würde sagen, schauen wir zu meinem Itemshop. Hier ist aber tatsächlich nichts Neues. Ansonsten hat sich glaube ich auch nichts geupdatet. Hier ist auch noch alles gleich. Und dann schauen wir mal hier hin. Und ich würde sagen, zum einen, die Lobby ist super cool. Und wir besuchen jetzt mal die Lodge. Willkommen. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was das da bloß für ein Geschenk sein könnte. Schwierig zu sagen. Vielleicht ein Millennium-Falke. Aber ja. Die Frage ist, kann man jetzt einfach alles hier öffnen nacheinander? Wollen wir direkt mit dem Millennium-Falken beginnen oder irgendein random Geschenk? Das ist jetzt natürlich die Frage. Oh, ich liebe das, aber einfach Geschenke, die man so gratis bekommt, ist etwas Nices. Millennium-Falken beginnen würde ich jetzt nicht als erstes machen, sondern wir öffnen mal hier das Geschenk dahinter. Was passiert, wenn man schüttelt? Und ich würde sagen, wir öffnen das. Und was ist drin? Set 01HA. Teil des neuen Trilogie-Sets. Oh, sieht ganz in Ordnung aus. Passt sogar eigentlich ganz gut dazu. War jetzt nichts allzu Besonderes. Aber vielleicht kommt ja noch ganz Cooles. Kann sich auch alles nochmal anschauen. Wir müssen hier, glaube ich, die Strümpfe nochmal durchsuchen. Bei der heutigen Challenge. Können wir es auch direkt öffnen? Du hast eine neue Winterfest-Herausforderung freigeschaltet. Füge Gegnern Schaden mit einem Schneeballwerfer zu. Vielleicht kann man da jeden Tag vorbeischauen und dann das freischalten. Ah, da oben sieht man jetzt auch, was man bekommen hat. Ist ja cool. Kann man sonst noch was hier machen? Hier sind nur die Geschenke. Wahrscheinlich 14 insgesamt. Denn so ein kleines Lama. Ansonsten, das hier haben wir schon. Ah, das ist tatsächlich auch auf. Ist ganz cool, dass das dann auch noch animiert ist. Und ich würde sagen, wir gehen dann gleich wieder zurück. Kann ja noch mal gucken, was jetzt hier steht, wenn ich das öffnen wollte. Komme jeden Tag ins Spiel, um ein neues Geschenk freizuschalten. Genau, das heißt, wir können das jetzt nicht mehr öffnen. Im Spind haben wir jetzt das neu. Ist auf jeden Fall ganz cool. Das ist jetzt die zweite Phase. Deshalb wahrscheinlich. Finde ich auch eigentlich ganz cool, dass das dann so gemacht wird, dass man erst den Strumpf durchsuchen muss, um dann das freizuschalten. Und der Ladebildschirm sieht schon nice aus. Für Gegner Schaden mit einem Schneeballwerfer hinzu. Ist ja eigentlich auch relativ leicht und ich kann dann ja nochmal weitermachen. Was denn sonst heute noch neu ist, zum einen endlich ist wieder Zone Wars zurück. Super, super nice tatsächlich.
einmal als Gruppen und einmal als Solo. Die Unterteilung ist eigentlich auch ganz nice. Ich weiß gar nicht, welche Maps hier in den Modis drin sind. Dann, jetzt neu, gibt es keine Spielwiese mehr, beziehungsweise nur noch in abgeänderter Form. Denn wir haben jetzt das Kampflabor und da kann man zum Beispiel reingehen und entweder irgendeinem random beitreten, das heißt im Prinzip einfach wie früher Spielwiese mit auffüllen. Oder man kann hier erschaffen ein eigenes Kampflabor, kann man sagen, hier Beute, hochexklusiv, hautnah, pures Gold, Wildwest, Scharfschützengefecht, One-Shot, kann man sagen, experimentell oder nicht experimentell und ein paar Sachen eben halt. Wir können auch einmal reingehen, denn dort gibt es eine ziemlich coole Sache, die man machen kann. Und werden wir uns jetzt mal anschauen. Was ich mich eigentlich auch frage, ob man die Geschenke aus diesem Adventskalender im Prinzip auch öffnen kann, wenn man sich nicht jeden Tag einloggt. Ich denke mal schon, weil da oben ja jetzt eine 1 stand, jetzt steht da ja nur noch eine 0. Das heißt wahrscheinlich, wenn man 2 Tage weg ist, wird da eine 2 stehen, damit man weiß, man hat noch 2 Geschenke zum Öffnen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich darf dann zum Glück meine Switch, oder ich darf die Switch meines kleinen Bruders benutzen, um jeden Tag mal in Fortnite vorbeizuschauen, während wir im Urlaub sind. Und ich hoffe, wir finden das jetzt auf Anhieb. Müssen wir ein bisschen was durchsuchen. Ich habe jetzt auf Standardeinstellung natürlich gelassen. Ah, leider nicht. Meistens ist es in blauen Kisten drin. Das tatsächlich auch nur in dem Modus gibt, aus relativ logischen Gründen, die ihr dann gleich sehen werdet. Na, müssen wir hier nochmal durchsuchen. Ich glaube, sonst gibt es nichts Neues irgendwie in normalen Modis oder so. Außer, dass die DirectX 12 Beta jetzt beendet wurde und da wird es wahrscheinlich weiterführendes im nächsten Jahr irgendwie geben. Und hier sehen wir es sogar, und zwar die Freundespot-Granaten. Beziehungsweise in anderen Varianten gibt es ja auch noch. Das heißt, es gibt auch feine Spot-Granaten. Und die kann man dann einfach hinwerfen. Und er schafft sich eine entspannte Bot-Armee. Die dann hier wie ganz normale Bots immer im Spiel sind. Ordentlich vor allen Dingen alles zerstören. Und gefühlt eine Pickaxen können. Und dann kann man hier einfach mit dem ein bisschen rumspielen. Vor allem, wenn man eben halt feine Spots findet, ist das relativ nice. Ich kann auch mal gucken, wenn man jetzt auf Team 2 geht, ob die dann tatsächlich dem Team 1 zugewiesen sind. Das ist nämlich eigentlich auch ganz nice. Kann man so eigene Minigames so ein bisschen machen. Man muss sie natürlich finden, das heißt, man hat kein Kreativinventar irgendwo und alles so unendlich hat. Und jetzt wird's kritisch, dagegen zu fighten, weil es natürlich einfach 20 Bots sind. Aber hier ist jetzt zum Glück eine Kiste drin. So. Dann werden jetzt alle einmal eliminiert. Oh mein Gott, sind ja viele. Die looten tatsächlich auch alles. Und holy shit. Digga, wenn die eben halt einfach mit 16 Leuten auf einen raussprayen, keine Chance. Ist aber ein witziges Item, finde ich ganz cool, dass man eben halt die Möglichkeit für so etwas jetzt auch im Spiel hat. Und wenn ihr die wirklich ein bisschen rumlaufen lasst, dann ist so eine Stadt ziemlich schnell komplett durchlootet, weil die eben halt im Prinzip relativ ähnlich zu normalen Spielern interagieren. Wir können hier nochmal ein paar Bots schmeißen. Frage ist jetzt, ob die gegeneinander fighten. Die fighten tatsächlich, glaube ich, gegeneinander. Mehr Bots. Und der große Fight. Wer gewinnt?
Oh, 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 oh. Alle hier erstmal schön mit dem Enterhaken zerstört. Was haben die eigentlich für Aim? Ist ein witziges Item, muss man schon wirklich sagen. Ich glaube, vor allem, wenn man mit Freunden da einfach reingeht. Man kann ja auch einfach sagen, man spielt auf Auffüllen und man kann trotzdem ja Bots finden. Und dann sammelt sich jeder so eine Bot-Armee zusammen. Das könnte, glaube ich, auch ganz witzig werden. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall mit dieser Folge Fortnite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.